Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, liebe Freunde. Der ein oder andere stellt jetzt in seiner Garage vielleicht gerade fest, was ist denn das hier und was hat sich denn damit auf sich? Und in diesem Video soll es darum gehen, Punkt 1, was das ist und Punkt 2, wie ist denn die Evolution, also die Evolution von World of Tanks in den letzten 10 Jahren bis zum heutigen Zeitpunkt, wie hat sich das Ganze grafisch geändert? Ich sage euch viel Spaß mit dem Video. Das große Jubiläum, der Jubiläums-Countdown von World of Tanks, und ich habe mir natürlich schon mal kurz das Video angeguckt, um einmal euch kleine Insights zu geben. Kurz nochmal dazu, auch vielleicht den einen oder anderen interessiert, den anderen auch nicht, mit meinem Clan. Wir haben meinen Clan jetzt renamed wieder in Assemble. Wir wollten einfach einen kompletten neuen Fang, den alten Stuff hinter uns lassen und komplett neu beginnen. Deswegen haben wir den Clan umbenannt und sind jetzt wieder back on track, würde ich mal sagen, liebe Freunde. Vielen, vielen Dank für die ganzen positiven Worte. Mehr dazu möchte ich eigentlich auch gar nicht sagen, weil in diesem Video geht es nämlich komplett um die 10 Jahre World of Tanks. Wir gucken uns ganz kurz mal das YouTube-Video an. Also machten wir Panzer anstelle von Elfen. Von Anfang an glaubte ich ans Team. Das ist Victor hier, der hier. Ich sagte, ja, das Projekt ist cool. Es war noch immer sehr beängstigend. Es fühlte sich nicht wie Freude. Das scheinen angeblich hier die Anfänge zu sein, so wie sie am Anfang die Karten geplant haben. Ja, wer kennt die Karte? Also ich glaube, es sieht so ähnlich aus wie Karelien, oder? In der Mitte die Road, oben der Hügel, in der Mitte das Dings. Das könnte Karelien sein. Oben der Spawn, unten der Spawn. Karelien, oder Freunde? Was sagt ihr dazu? Nein, man fühlt sich sehr leidenschaftlich. Die gebündelten Kräfte des Guten trafen an einem Punkt zusammen. Vielleicht war das der Augenblick, an dem das Projekt entstand. Ihr seht teilweise die Grafik hier oder die Grafik, die sich noch unterscheidet von damals und heute so. Da gehen wir aber gleich noch drauf ein. Ich habe noch was Cooles vorbereitet für euch, was den einen oder anderen echt vielleicht hoffentlich in Verstaunen setzen wird. Es geht nämlich hier um die sozusagen Spezialaufträge. Und die habt ihr die Chance, vom 14. April bis zum 20. April zu erfüllen. Alle Spieler hier, wie ihr auch lesen könnt, ihre Beendigung ändert sich täglich und jeder abgeschlossene Auftrag bringt euch der Feier einen Schritt näher. Durch gemeinsame Anstrengungen lassen wir diesen Zähler auf 100% steigen. Ein Fortschrittsbalken in eurer Garage füllt sich, wenn Spieler auf dem Server ihre Aufträge abschließen. Das heißt praktisch, alle zusammen werden oder müssen halt die Aufträge machen, damit halt, ja, das Ganze auf 100% steigt. Und danach, ja, gibt es irgendwie eine große Überraschung. Leider habe ich da noch keine weiteren Infos dazu, zu diesem ganzen Projekt. Aber es wird wohl ganz groß werden. 10 Jahre Jubiläum World of Tanks. Ihr wisst ja, bei jedem Jubiläum haben die eigentlich echt gut was geschmissen und gut was rübergebracht. 10 Jahre bin ich sehr gespannt. Ja, steht da noch so ein bisschen drin. Link natürlich unten zum Originalartikel verlinkt. Und jetzt habe ich noch was, ein YouTube-Video rausgesucht, was ich finde unglaublich beeindruckend ist. Wie sich die Grafik entwickelt hat. Link zu dem Original-YouTube-Video auch natürlich da und ich möchte euch ein, zwei Fakten und Sachen natürlich noch dazu sagen. Wir schauen rein. World of Tanks Graphic Evolution 2010 bis 2018, das aktuelle Gameplay. Und so, beziehungsweise 2018 habt ihr ja bei mir mit auf dem Kanal drauf. Und wir schauen jetzt einfach mal rein. Bisschen leiser vielleicht, so. Und dann sehen wir schon den ein oder anderen, ja, altbekannten Panzer hier, LOL-Traktor. Hier rumdüsen. T1 Cunningham. Sowas 2010 in der Closed Beta. Sind die so rumgefangen? 2010 Closed Beta. Man sieht hier noch, also alles total einfach gehalten. Die Büsche total, naja, ich will mal vorsichtig sagen, pixelig und alles. Aber 2010 war es halt schon cool. Und so hat es ja auch alles angefangen. So, das ist jetzt, wechseln einmal die Cam seit Moment. Und das hier, seht ihr jetzt, hier steht auch immer mit dabei, 2011, der Patch 0.6.7. World of Tanks war ja unglaublich lange in der, ja, Alpha-Version. Also die war ja noch gar nicht fertig, erst ab dem Patch 1.0 war sie ja damit abgeschlossen. Und man sieht jetzt auch schon hier, Steine auch immer noch alles sehr, sehr pixelig. Schüsse, oh, sahen schon ganz cool aus. Jetzt brennt der Panzer zum Beispiel.
Also es war schon echt damals auch eine gute Nummer schon, aber die Grafik, wenn man jetzt heute vergleicht das Ganze, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Alleine schon hier. Wir sind ja jetzt hier auf der Map Bergpass. Moment. So. Und hier, allein dieser Felsen hier, will ich mal sagen. Ja. Ein unglaublicher Unterschied. Tag und Nacht, achtet mal dort drauf, wie das jetzt heute aussieht und wie es damals aussah. Also ich finde es echt sehr, sehr krass. Er aimt ja auch nicht durch, der Schlingel hier. So, jetzt sind wir 2012, also immer ein Jahr weiter praktisch mit dem Gameplay hier. Wir sind jetzt auf der Map Wadi oder Sand River. Und man sieht ja praktisch schon hier, wie sich das Ganze entwickelt hat und entwickeln gut mittlerweile auf die Minikarte alleine zu sehen. Wir haben keine Kreise, keine Spotkreise, gar nichts war früher von dem da. Das konnte man alles nur durch einen Mod ja einstellen oder brauchte vor allen Dingen Mods. Heutzutage braucht man ja gar keine Mods mehr. Das ist ganz, ganz wichtig, liebe Freunde. Heute braucht man kaum bis gar keine Mods mehr. Ja, Autoloading ganz, also die Franzosen kamen damals rein, Lorraine 40T, das war damals der 9er noch, hier IS-7 und IS-8 gab es damals noch. So sah übrigens früher die IS-7 aus, das war mein erster 10er damals und das war so ein geiles Gefühl, wo ich endlich in diesem Panzer saß, hier mit dieser Kanone oben drauf, also wirklich, das war schon eine coole Nummer damals. Die Karte jetzt White Park, die wir hier gerade sehen, seht ihr praktisch auch, ist nur noch für kleine Fahrzeuge mittlerweile nur noch zugelassen, weil die Großen einfach ja hier viel zu schnell die anderen rausnehmen würden und ja, das wäre, glaube ich, kein schönes Spiel bei so einer kleinen Karte. Stefan XD übrigens auch ein sehr, sehr starker Spieler. Das ist ein Gameplay von 2013 von ihm. Wirklich sehr, sehr starker Spieler. Ja. Jetzt sind wir bei 2014 angelangt. Ja, die ersten HD-Panzer kommen schon in 2014. Das müsst ihr euch mal überlegen. Aber wie es damals teilweise noch aussah, jetzt auch hier rechts und links, hat man gar keine Umsicht, Weitsicht mehr. Man sieht praktisch nur rechts ein bisschen weiß, links ein bisschen weiß, sonst aber nichts groß da. Die Schussgeräusche haben sich teilweise mal echt viel geändert so. Aber die Karte sollte auch jeder kennen. Wir sind hier auf Steppen unterwegs. Also das ist echt schon sehr, sehr faszinierend. So, Waffenträger, wer kennt die nicht? Der Waffenträger 2015, auch ein unglaublich 2016 Fahrzeug gewesen. Was ein geiler Panzer. Man hat 50 Sekunden Roundabout nachgeladen, 55 Sekunden hatte 6 Schuss dabei und hat einfach mal eine komplette Maus rausgenommen innerhalb von, 10 Sekunden. Es war absolut brutal. Man hat so einen Spaß gehabt mit diesem Panzer. Ich glaube sogar ehrlicherweise in der heutigen Meta würde der Panzer kaum noch eine Rolle spielen, alleine weil er so wenig Panzerung hat am Turm. Natürlich, wenn er mal lucky um die Ecke kommt, ist wie eine Foch ähnlich, aber kaum Tarnwert, alles drum und dran. Hier sehen wir nochmal, wie er reinhammert. Absolut geil, monströs. Schaut euch das an, Freunde. Wer kriegt da alte Erinnerungen wieder von damals? Oh, ein absolut geiler Panzer, muss ich ehrlich gestehen. Sehr, sehr geil. Ja, New Physics, New Sounds kamen dort jetzt dann rein. Und ab dort können sich dann Panzer auch überschlagen. Wie lange das schon her ist, sind ja jetzt mittlerweile 4 Jahre. Krass. Hopp.
Also 2016 war auch so ein krasses Update. Man konnte früher zum Beispiel die toten Fracks nicht schieben. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich daran erinnern kann, aber das ging früher nicht. Jetzt machen wir die Musik mal aus, damit ich reden kann noch dazu. Jetzt kommen wir zu 2018 und fast schon ja zum Ende des Videos hier. Also Freunde, wir sehen ja jetzt hier, was sich alles geändert hat. Die ganze Umgebung neu, es qualmt, es raucht. Also es ist grafisch eine komplette Verbesserung eigentlich natürlich da. Gameplay lassen wir mal wirklich außen vor. Ich weiß, es gibt immer viel Diskussionsthemen, aber ihr seht natürlich schon, was sich dort alles getan hat. Ich finde es eine unglaublich krasse grafische Veränderung zum Guten mit den ganzen Wassereffekten. Guckt mal, also damals weiß ich noch, wo man durchs Wasser gefahren ist und dann zum ersten Mal mit seiner IS-7 durch so einen Wasserbereich gefahren ist und das Ganze hat sich bewegt. Es kam alles, Sandstürme und. Es war einfach gigantisch. Teilt mir gerne mal eure Erinnerungen von früher mit, wie es euch damals ging oder eher ging. Ich finde das Video sehr, sehr gelungen. Natürlich auch verlinkt, wenn ihr dort nochmal reinschauen wollt. Ich breche es jetzt erstmal hier in dem Bereich ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Freunde. Und ja, freue mich auf eure Kommentare, auf euer Feedback. Wie lange seid ihr denn schon in World of Tanks drin? Vielleicht erst seit einem Jahr, nach einem halben Jahr oder schon seit Beginn an mit dabei? Ich bin zum Beispiel seit 2011 mit im Boot von World of Tanks. Und ja, es lässt mir natürlich immer noch keine Ruhe und macht Spaß. Sonst würde ich schon lange ein anderes Game zocken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage mal bis zum nächsten Mal. Ciao. Kakao.